Ja, mal kein Intro zu dem Spiel. Ich starte einfach mal ein neues Projekt. Und zwar die Biene Maya, Klitschmoonwiese in Gefahr. Oh yeah. Nachdem ich Super Mario Land 2 abgebrochen habe, wird das ein neues Sonderprojekt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe hier zweimal getestet. Einmal auf leicht und einmal auf schwer. Ich habe keinen Unterschied erkennen können, außer vielleicht, dass man von irgendwas mehr braucht, um. Ja. Dass man mehr braucht. Dass man. Abenteuer. Und ich spiele einfach mal. Boah, warum nicht auf schwer, ne? Der einzige Unterschied ist, das werde ich euch gleich zeigen. Er spielt als Biene Maya, yeah. Unten links seht ihr drei Waben, das heißt, jetzt können dreimal getroffen werden. Wird auch schnell passieren. So viel ist gewiss. Und rechts ein Bienentopf. Aus der Blume kriegen wir Blütenblätter, die wir zur Honig verarbeiten. Was unsere Ausdaueranzeige fürs Fliegen ist. Allerdings können wir nicht dauerhaft fliegen. Sondern müssen immer wieder einen Neuanlauf nehmen, so gesehen. Das war das Tutorial-Level. Geil. Oben rechts sieht ihr die Blütenanzeige. Die bedeutet, das ist wie in jedem anderen Jump'n'Run. Zum Beispiel wie bei Sonic die Ringe oder Mario die Münzen, ja. Nur dass man hier jeder Schwierigkeitsgrad unterschiedliche Leben bekommt. Ich glaube, auf Easy waren um die 100 Blüten, die man sammeln musste. Auf Medium dann dementsprechend 200, denke ich, weil auch schwer sind 300, die man sammeln muss, um die tollen One-Up zu bekommen. In jedem Level sind diese komischen Sonnenblumen versteckt, die ich irgendwann gesammelt habe. Zack. Fügte sich mit uns an, Freunden. Keine Ahnung, was der bringt. Auf jeden Fall war es ein zweites Tutorial-Level. Wahrscheinlich um das Kriechen zu erlernen. Weil das Kriechen, das kriegt man natürlich nicht. Ja. In einem Part. Geil. Und damit geht's auch ins erste richtige Level. Ich werde einfach mal trotzdem Safe State setzen. Ich weiß, ich werde die wahrscheinlich nicht unbedingt benötigen. Aber mit das Spiel auch nicht weiter strecken, als es nötig ist. Deswegen wird es eigentlich nur nutzen, wenn ich kurz davor bin zu verrecken. Wow. Ja, ich hab's schon bis zum bestimmten Level getestet, glaube ich, zum dritten Level oder so. Und wo? Dafür, dass es Biene Maya ist, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Zack. Da unten sehen wir Honigfarbe. Ich werde jetzt noch nicht einsammeln. Aber ich kann euch mal demonstrieren, überhaupt, was es überbringt. Indem ich kurz verletzen lasse. Natürlich Energie auffüllend. Aber wir können bis jetzt nicht mehr als drei Honigfarben tragen. Ob es sich ändert, keine Ahnung, soweit habe ich noch nicht gezockt. Hier kriegt man ja nach jedem Boss einen neuen dazu. Oder falls es überhaupt Bosse gibt. Ich meine, es ist ein Spiel für kleine Kinder. Allerdings muss ich sagen, ja. Wenn man nicht gerade 18 ist, dann kann man auch schnell mal verrecken. Aber es ist einfach. Wow. Da sind brüchige Stellen. Achso, hier ist nichts. Ich habe schon diese komischen Handpflanzen, die da sind, die sollen Pfeile darstellen. Man könnte der zeigt nach links, aber ich glaube, der ist, glaube ich, ein Pfeil nach rechts. Ich dachte mal, der zeigt nach links und soll so die gewisse Richtung mit den einen Zeiger. Aber jetzt, wenn ich mehr drüber nachdenke im Let's Play hier. Nein, ich habe keinen Honig mehr. Da kriege ich mal hier einen neuen. Blöd ist nur, dass man da geführte dreimal rausspringen muss, bis man voll ist. Doch man muss sogar dreimal raufjumpen. Ne, zweimal reichen genau aus. Ach, ich möchte natürlich so gut wie möglich die Bling, bling, bling.
Blüten einsammeln und das hier, dann wollte ich eigentlich kaum in Safe State setzen. Ich weiß nicht, wie lange ich meine Parts machen soll, vielleicht 15 Minuten oder so. Je nachdem, wie weit ich in den Level komme oder auch nicht komme. Ich denke mal so, ja, seit das neue Sonntagsprojekt, wie gesagt, anstelle von Wario Land, das war Mario Land 3. Geh einfach hier runter. Der zeigt mir auch dezent nach rechts. Ja. Hätte mich beinahe getroffen. Ja, der zeigt glaube ich nach rechts. Aber ich gehe immer grundsätzlich das Gegenteil von dem, was mir gezeigt wird. Ja, kriege ich in die Funktion aktiviert. Weil ist ja nicht so, dass er nach unten zeigt da. Das Unkraut. Nach oben, weil man da wieder nach oben soll. Quasi. Ich glaube, das ist gut zu erklären. Also oben links natürlich die Lebens, also die One-Up-Anzeige. Falls man das One-Up-Anzeige zeigen kann. Oh mein Gott. Eine Biber, die mich heilen soll. Und yeah. Biene Maya, was gibt's zu Biene Maya erzählen? Ich bin 1990 geboren und da war Biene Maya gerade ganz cool. Da muss man sich kurz treffen lassen, anscheinend, weil man sonst nicht da durchkommt. Oh Gott, muss ich auch noch aufpassen, dass ich nicht sterbe, ey. da war Biene Maya gerade groß im Kommen quasi. Ach gut, ich komme da trotzdem an. Warum verwende ich, war? Ich hatte damals die allerersten Videokassetten. Ja, Videokassetten. Videokassetten gesagt. Ja, natürlich, was dann sonst? Blu-rays gab's 1992, 93 noch nicht. Und die Biene Maya läuft ja wieder auf Kika. Aber nicht so wie es hier im Spiel zu sehen ist, wie sie eigentlich war. Sondern so 3D-mäßig. Voll Computer. Naja, gut. Also nicht, geh doch mal weg, du Käfer. Zack, zack. Ja, sondern so 3D-Modell-mäßig. Total modern eigentlich. Wenn man es genau nimmt, aber wer wird denn schon eine moderne mit Biene Maya? Ich meine, die war doch so süß und niedlich und bam. Ja. Als sie damals war und immer so frech und toll. Jetzt sind sie einfach, neu verfilmt, sag ich mal. Mit einem neuen Modell. Neu gezeichnet, neu aufgenommen. Nein, eigentlich nur neu gezeichnet. Die Stimmen und so sind gleich geblieben. Ich brauch Honig. Blüten. Damit ich fliegen kann? Voll dumm. Brauchen wir auch eine Biene Honigblüten, damit das fliegen kann? Ich speed mal kurz, dass die Blüten schnell kommen. Bringt nix. Okay. Müssen wir irgendeinen anderen Weg finden, hoch. Ja, komm. Biene Maya, komm, du schaffst das. Ja, geil. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, das war eine schöne Kindheitsserie, Sendung, bla. Wir haben jetzt die 299 Blüten, das heißt, mit der nächsten Blüte müsste es geschehen, dass wir einen One-Up bekommen. Ein extra Leben. Mal schauen. Auf jeden Fall geht sie erstmal runter. Und dezent nach rechts, der Pfeil. Yeah, One-Up.
Oh. Verdammt. Honig brauchen wir gerade nicht. Ich nehme trotzdem mit. Klein wie Schaden. Ich meine. Naja, geil. Und, ich hatte schon länger vor, das zu let's playen. Einfach nur so. Just for fun. Und da war es natürlich jetzt gerade praktisch, dass quasi ein Projekt zu Ende geht. Oder abgebrochen werden musste. Geh mal weg, du Affe. Wieso doch nicht bei Donkey Kong? Donkey Kong kommt Samstag und Sonntag. Zwar auch. Aber, Ich soll da oben hinkommen. Scheiße. Oh, und das ist, etwas ganz Blödes. Vergiftet mich nämlich. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Das war halt quasi der Stacheldraht. Kommt man da hoch? Ja, man kommt da hoch. Cool. Secret. Tatsächlich. Secret. Ching, ching, ching. Nicht ganz erfahrener Mario-Spieler kann man sowas natürlich sofort. Cool. Ah, du Mistvieh. Don't do that to me. Toll, jetzt habe ich nicht mehr genug Saft, um da rüber zu fliegen. Ameisen. Auch unbedingt. Honig. Düten. Bitte. Macht Energie. Hungerblüten sind hier. Es sind noch Energie. Cool, Mann. Ja, das heißt, ich brauche jetzt wieder Safe Stones. Da war eben Mr. Schmetterling. Mr. Schmetterling. Weiß ich so. Keine Ahnung. Egal. Kommt da halt nicht hin. Auch Wayne. Ach, vielleicht so. Warum tun wir ja. Ach Gott. Natürlich nicht. Natürlich reicht das nicht. Mann, 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 Mann. Zack, komm runter. Diese eintönige Melodie. Macht mich noch ganz fertig. Cool. Also, was? Was soll denn? Hab ich gespielt. Das ist verlangt dann nochmal. Ching, ching. Da ist ein Ladescreen. Ne, 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 ne. Von euch lassen wir nicht wieder töten, ne? Ching, ching. Ja, cool. Ich glaube, das muss ich mir. Ich glaube, das muss ich mir mal auf dem Flohmarkt kaufen, ey. Einfach so, just for fun, ey. Komm, flieg rüberz, Biene Meier. Nein, geh nicht den Weg. Das ist aber schwer, ich kann gar nicht rüberz fliegen. Nur so leicht. Warum sollte ich auch rüberz fliegen, ne? Ich nehme eine Biene. Und gehe mit dem Wind. Der treibt mich voran. Uah. Du, du, du. Ah, nein, ein Gegner. Boom. Verdammt, ich kann den nicht. Ich kann den zwar ausweichen, aber nicht töten. Blöd. Eine Honigwabe. Kriegt man hier irgendwas? Kann man hier irgendwas finden? Vielleicht. Möglicherweise. Keine Ahnung. Ist egal. Ist irgendwo auch mal das Ziel oder so? Oder ist eine unendliche Reise? Sammel 300 Blütenblätter, bevor du tot bist. Geht das, bis ich tot bin? Nee. Nee, nee, nee. Das geht nicht, bis ich tot bin, oder? Ching. Zum Glück überspannt das nicht, was ich vorhatte mit meinem Part. Nein.
auch voll unfair. Ring. Geh mal weg! Dankeschön. Toll, aber. Ach nee, das war nur meine Anzeige von den Uniformen. Oh yeah! Das Ziel quasi. Für neunste Embleme. Na gut, ja gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao. Ich hoffe, es gefällt euch. Oder auch nicht. Bewertet es mit einem Daumen. Oder auch nicht. Ciao. Bis zum nächsten Mal.